Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Splatoon 3. Ja, heute geht's ins Level 3 Schlüsselerlebnis für Spürnasen. Vielleicht schaffe ich ja sogar mehr als zwei Level pro Folge. Also ich habe das ja mir schon angeguckt. 5 Minuten haben wir pro ein Level gebraucht. Es kann natürlich sein, dass es noch in Zukunft heftiger wird. Ich habe einen Schlüssel. Können wir den Schlüssel denn verwerten? Ich weiß ja nicht. Oh ja. So eine Seilbahn, so gesehen. So, ein bisschen Weg. Sehr wichtig. Da ist wieder so eine Bahn. Da muss man sein Mini ran. Währenddessen färbe ich hier schon mal ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich irgendwie leichter gegangen. Oh, ich kriege jetzt die fliegenden Gegner. Hier muss ich mir doch bestimmt irgendwie jetzt einen Weg öffnen. Ich habe gesehen, dass da was runtergefallen ist. War bestimmt ein Schlüssel. Ich sehe den Welt zumindest schon mal. Jupp, Schlüssel. Öffnen. Rein da. Ich mache hier mal ein bisschen mehr Fläche. So, was genau wird jetzt von mir erwartet? Kann man sein Mini den Schlüssel einsammeln? Oder was wird gerade von mir erwartet? Ach, der sein Mini kann für mich auch hier diese Wege öffnen. Das war mein Denkfehler gerade. Okay. So, nur falls ich runterfall. Da ist jetzt bestimmt ein Schlüssel, ja. Damit ich hier jetzt unter mir öffnen kann. Oder auch nicht. Damit öffne ich hier. Wo ist denn der Anfang von dem Teil? Da ganz oben. Na gut, jetzt komme ich da wenigstens dran, ne? So, hoppa. Hoppa. Ah, so ist das von mir verlangt. Und jetzt öffne ich die Kiste unter mir und kann zum Ziel. Komm, sei Mini. Oh, der öffnet das instant. Ja, 5 Minuten vor Level. Danke, dass du stolz auf mich bist. Nummer 2 hier, over. Ach, aus dem ersten... Nee, warte, aus dem zweiten Teil sind die. Oder? Nee, das sind die aus dem ersten. Die Sänger. Dann mal weiter, ne? Ich frage mich, wie Octario in diesem Teil aussieht. Oh, wo führt das mich denn jetzt hin? Ah, okay. Irgendwo besonders.
Da ist wieder ein Secret. Ein Kartenpäckchen. Muss mal gucken. Vielleicht habe ich ja eins davon schon übersehen. Oh, kriege ich den Salmini weit genug geworfen? Ih, das Zeug isst mich. Jetzt bin ich ein Flauscheball. Okay, nicht berühren. Aua. Ich versuche langsam hier durch. Los, mach mir den Weg frei. Weg mit dem Zeug. Ich auch. Unbekannte Gefahr im Anmarsch. Oh, direkt Ausrüstung. So, mein kleiner Saimi-Freund hat mir gut geholfen. Los, mach ihn fertig. Dann mache ich das halt. Hol ihn dir. Richtig easy bisher. Und tschüss. Ja, das war easy. Genau, konzentriert euch auf ihn und ignoriert mich. Ihr dient auch als Ablenkung. Das ist richtig nice. Eine Art Säule. Es ist keine richtige Säule. Es ist nur eine Art Säule. So, Checkpoint erreicht. Ah, die verstecken hier sich. So. Da ist wieder Ausrüstung. Ich hab dich gesehen. Warst ja sehr gefährlich. Das war der letzte, okay. Wo komme ich denn am besten hoch? Von der Seite aus. Muss mir nur eben kurz einen Weg machen. Nee, passt schon so von der Kamera. Danke, Spiel. Warte mal, ich mach einfach den Ultra-Move. War's das schon? Mann, sind die Level easy. Ja, irgendwas hier ist komisch. Da stimme ich dir zu. Da war nämlich gerade, glaube ich, so ganz kleine grüne Triforce in meinem Bild. So, wo ist das Ding zum Draufwerfen? Da. 1000! Okay, es wird teurer. Komm jetzt, ich auf. Oh, Filmsequenz. Ich höre geile Mucke. Octario. Dich mach ich fertig. Der weiß immer noch, wie man gut Mucke macht.
Warte mal, da. Da ist der DJ. Ah, wie früher. Er schießt seine Fäuste und auf die muss man schießen. Okay. Den Sand kann ich nicht färben. Dann mache ich mir meine Fläche mal so gut, wie es geht. Zur Not habe ich ja meinen Ultra-Angriff. Der braucht eh eine halbe Ewigkeit offenbar zum Angriff. Je mehr Fläche ich zum Ausweichen habe, desto besser. Easy. Check! Hier hau ich einfach meine Ulti ins Gesicht. Oh, der saugt die Tinte weg. Los, Attacke, sei Mini! Sein Mini kann das Ding blockieren. Ich glaube an dich, mein kleiner Kumpel. Du schaffst es da raus. So, wenn er wieder hier saugen will, dann schicke ich einfach den Sein Mini vor. Habe ich gehört. Tut mir auch leid für den Salmini, aber das ist halt die einzige Methode, die gerade funktioniert. Das ist für ihn bestimmt unangenehm. Zurück an Absender. Und check! Dario wird sauer, Leute. Oh, der macht Wellen jetzt. Ja, ich hätte mich gerade eh nicht wehren können. Octavio kam mir hier bei Splatoon 3 sehr schnell. Komm, mein kleiner Kumpel, wir schaffen das hier. Also wenn die Story jetzt wirklich so kurz ist, wie ich jetzt gerade denke, dann lade ich eventuell doch die Community Streams auch hoch. Weil das wäre sonst viel zu wenig für euch. Ja, ich konnte das Ding nicht abschießen, während der Tintegrator aktiv ist. Und tschüss! Octavio sieht glücklich aus. Komm, das kann es aber nicht gewesen sein. Oh, diesmal ist Octavio unschuldig. Jetzt kommt der wahre Feind zum Vorschein. Ciao, Kuddel. Oh.
die drei neuen Ansager. Jetzt beginnt die Story richtig. Ja, eindeutig, jetzt beginnt sie erst. Ich wollte schon sagen, das ist doch sonst viel zu wenig. Wie abgespaced das hier aussieht. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, diese Ebenen gucken wir uns erst beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!